klappt, die Technik funktioniert. Herzlich willkommen zur Demonstration, zur Kundgebung für direkte Demokratie gegen den Euro-Rettungswahnsinn. Wir haben kurzfristig beschlossen, diese Veranstaltung unter das Motto zu nennen: Frieden, Gerechtigkeit, Ehrlichkeit. Und die Überlegung dahinter war, dass Frieden nur möglich ist auf Basis von Gerechtigkeit und Ehrlichkeit. Und eine der Dinge, die uns heute hier aufbringt, ist die unendliche Verlogenheit von Schäuble, Merkel, Trichet, Draghi, Barroso und diesen ganzen Leuten, die da uns schamlos belügen, zum Teil sogar, wenn wir an den Herrn Juncker denken, ganz offen zugeben, dass sie uns belügen. Und auf dieser Basis der Lüge kann niemals eine gute Gesellschaft erwachsen. Wir sind auch hier, weil wir für Gerechtigkeit sind und gegen die Ungerechtigkeit. Denn es kann nicht sein, dass in diesem Gebäude dort eine Gruppe von in keinster Weise demokratisch legitimierten Menschen zusammenkommt. In einem Raum kommen die dort zusammen und fassen Beschlüsse, die dazu führen, dass jeder Einzelne, der hier steht, inzwischen mit 30.000 Euro in dem Euro-Risiko dabei ist. Jeder Einzelne ohne jedwede demokratische Legitimation. Wir kommen da später noch dahinter, wie das zustande gekommen ist. Das heißt, wir leben in einem Staat inzwischen, in einer Gesellschaft, die ungerecht ist, zutiefst ungerecht, und dagegen erheben wir uns. Wir wollen, und vielleicht auch das wichtig, weil im Vorfeld dieser Demonstration gab es ja Vorwürfe, wir wären rechtsradikal und was weiß ich was noch alles. Unser Anliegen ist direkte Demokratie. Wir wollen, dass die Bürger, die Menschen selber entscheiden, in was für einer Gesellschaft sie leben. Früher war das mal, als die Grünen noch eine Protestbewegung war, hießen die, war das bei denen Basisdemokratie. Ne? Es ist eigentlich witzig, dass man heute, wenn man für ursprünglich grüne Anliegen eintritt, dass man heute dann als Rechtsradikaler sich beschimpfen lassen muss. Finde ich durchaus amüsant. Und das sagen wir mit Adresse an die Frankfurter Rundschau und die Frankfurter Neue Presse. Das ist unglaublich. Die haben Artikel über uns geschrieben, ohne mit einem einzigen von uns zu sprechen, ohne auch nur ein einziges unserer Papiere gelesen zu haben. Und wir haben uns von dieser Verleumdung schon klar distanziert und man wird das auch heute hier sehen. Unser Anliegen ist die Selbstbestimmung der Bürger. Die Bürger sollen entscheiden, in was für einer Gesellschaft sie leben wollen. Und das ist dann auch die Brücke. Ich habe jetzt mit ein paar Leuten von Occupy gesprochen. Ich will der einen sagen, wir sollen uns da raushalten. Die anderen sagen, bringt es zum Ausdruck. Von unserer Seite her wirklich, wir haben im Grunde das gleiche Ziel. Wir freuen uns über diese Besetzungsaktion hier. Wir lehnen diesen Zwangsmechanismus Euro ab und wir wollen, dass die Bürger in Form einer direkten Demokratie über ihre Gesellschaft entscheiden. Und so wie wir es verstehen, ist das im Grunde das gleiche Ziel, was auch Occupy verfolgt. Und der Unterschied liegt vielleicht darin, dass wir sagen, wir bejahen Parteien. Wir sagen, politischer Wille muss sich auch politisch manifestieren. Wir sind da aber offen, wir sind an keine Partei gebunden. Jede Partei, die den Euro-Rettungswahnsinn ablehnt und jede Partei, die für direkte Demokratie ist, die ist hier auch willkommen. Und auch Parteimitglieder von der CDU oder von der SPD oder sonstigen Parteien sollen hier dabei sein und sollen zum Ausdruck bringen, denn diese Diktatur, die da herrscht, von Merkel über Schäuble bis Trichet und so weiter, das hat auch nichts mit den einfachen Mitgliedern dieser Parteien zu tun. Das ist eine Junta von ein paar Leuten, von ein paar hundert, paar tausend Leuten, die die gesamte Bürgerschaft ausbeuten, um ihre eigene Position zu bewahren.
Vielleicht kurz ein paar Worte dazu, was Sie heute erwartet. Also ich werde ein paar Worte sagen zum Aktionsbündnis und was unser Anliegen ist. Danach wird der Johannes Hühnepohl Es wäre nett, wenn okay. Danach wird der Johannes Hühnepohl über seine Petition sprechen. Leute, das bringt doch nichts, wenn ihr das so... Lasst uns doch hier unsere Veranstaltung machen. Johannes Hühnepohl ist wirklich ein beeindruckender Mensch, ich will das jetzt schon mal hier sagen, denn er ist, zum einen ist er parteilos, das ist mal ganz wichtig vielleicht hier, zum anderen, er hat, und da finde ich mich sehr gut in dem wieder, einfach als normaler Arbeitnehmer gesagt, es kann nicht so sein, und hat dort eine Petition eingereicht beim Bundestag, ich habe das auch versucht, aber bei mir ist es komplett gescheitert, ich weiß also, wie schwierig das ist, und er hat es geschafft, aus eigener Kraft, dass 13.616 Menschen diese Petition unterschrieben haben gegen den Euro-Stabilisierungsmechanismus. Er wird also als Zweiter sprechen. Nach ihm wird Jens Löwe sprechen zum Thema Banken, Landesbanken und auch dem Link zum Demokratie-Thema. Und sein Hintergrund ist vom Omnibus für direkte Demokratie und auch vom Arbeitskreis Demokratie zu Stuttgart 21. Zuletzt wird dann Thomas Metzel sprechen, der über die politische Dimension dieses ganzen Themas sprechen wird. Ja, liebe Freunde, wir sind heute hier, um Protest zu erheben gegen die EZB. Wir sind eine Gruppe von Bürgern. Wir sind berufstätig, manche sind Unternehmer, manche Schüler und Studenten, die bald einen normalen Platz in der Gesellschaft einnehmen werden. Wir sind die Mitte der Gesellschaft und wir sind vor allem Demokraten. Wir tragen und wir stehen zur Bundesrepublik Deutschland als freiheitliche Demokratie. Und eben das ist sie nicht mehr. Und in diese Krise der Demokratie und dieses Staats wollen wir unsere positive Vision setzen. Die Vision einer selbstbestimmten, auf direkter Demokratie basierenden Gesellschaft. Was uns eint, ist die tiefe Sorge um die Demokratie in Deutschland. Die tiefe Sorge um die Vernichtung unserer Vermögenswerte. Und vor allem die Sicherheit, dass wir durch die EZB und durch die Bundesregierung in die faktische Schuldsklaverei verkauft werden. Denen als Diener der kommenden Euro-Diktatur zentrale Bürgerrechte genommen werden. Es gibt Juntas hier in diesem Gebäude, die über uns entscheiden und die keinerlei demokratische Legitimation haben. Diese Juntas wollen wir nicht. Wir wollen keine Geheimpolitik in Brüssel. Wir wollen nicht zurückversetzt werden ins Mittelalter, wo irgendwelche Feudalherren zusammengekommen sind, um irgendwelche Beschlüsse zu treffen, die dann von den Untertanen gefälligst auszuhalten waren. Wir wollen diese EZB nicht und wir wollen nicht diese ganze verkommene Klüngelwirtschaft da. Das ist ja ein Sumpf, den man nicht ertragen kann. Punkt ist, wenn wir jetzt auf das Thema Euro kommen und EZB kommen, wären diese Entscheidungen jemals dem Volk zur Entscheidung vorgelegt worden? Was glauben Sie, ob diese Entscheidungen zustande gekommen wären? Glauben Sie, den Euro würde es geben? Glauben Sie, den Euro-Rettungswahnsinn würde es geben, wenn in einer Form einer Volksabstimmung oder Bürgerentscheides über diese Dinge entschieden worden wäre? Nein! Die Bürger sind nämlich klüger, das ist der Punkt, die Bürger sind in ihrer intuitiven Intelligenz klüger als diese ganzen hochbezahlten Nullen, die da in den Banken hocken und in den Parlament hocken. Ja,
Ich gebe jetzt kurz ein paar Überblick, die Themen werden dann nachher zum Teil vertieft. Die EZB und die Deutsche Bundesbank haben das Vertrauen der Bürger aufs Gröbste verletzt, indem sie entgegen ihrem Statut Haftungen von über 500 Milliarden Euro für die deutschen Bürger geschaffen haben. 500 Milliarden Euro, das sind praktisch zwei Bundeshaushalte, haben die einfach in Geheimdiplomatie ohne demokratische Abstimmung Haftungen für die deutschen und die europäischen Bürger geschaffen. Die 500 Milliarden bezieht sich nur auf Deutschland. Die niemals durch ein Volk oder ein Parlament beantragt oder beschlossen worden sind. Diese Bezahlen stehen im Zusammenhang mit den Programmen Target 2 und dem SNT-Programm. Diese Bank hinter in unserem Rücken bricht ihr eigenes Statut. Es gibt Umfragen unter den Mitarbeitern, der ein oder andere wird es gelesen haben. Selbst die Mitarbeiter der EZB, die Mehrheit der Mitarbeiter der EZB ist überzeugt, dass die EZB ihr Statut bricht. Es wurde gesagt, als der Euro eingeführt wurde, es gäbe ein No-Bailout-Gebot. Das ist gelogen. Das ist gelogen, denn diese Bank hier in unserem Rücken, die hat bereits 2 bis 3 Jahre, bevor die Schuldenkrise offenbar wurde, dieses Target-2-System etabliert. Und das Target-2-System bedeutet was? Ein automatischer Finanzierungsmechanismus innerhalb der Europäischen Union zulasten der Deutschen, der Niederländer, der Finnen und so weiter. Wir haben gewusst, was kommt. Wir haben in undemokratischer Weise Mechanismen geschaffen, die eine automatische Finanzierung der schwächeren Länder bedeutet. Das bedeutet heute, dass jeder Bürger mit über 25.000 Euro schon dabei ist, nach weniger als 2 Jahren. Und aktuell, das ist ja der Gipfel der Perversion, dass dieser Betrag jetzt nochmal gehebelt werden soll. Man muss sich das mal vorstellen. Im Bundestag wurde gerade eben über 440 Milliarden beschlossen und jetzt wird das gehebelt auf eine oder auf 1.000 Milliarden oder womöglich sogar auf 2.000 Milliarden. Es ist unfassbar. EZB und Deutsche Bundesbank haben in gröbster Weise das Vertrauen der Bürger missbraucht und haben ihre demokratische Legitimation verloren. Die Bundesregierung unter Leitung von Frau Merkel und Herrn Schäuble führen die Bürger konsequent in die Eurozonen-Diktatur. Kann sich doch irgendjemand daran erinnern, wie die ersten Griechenlandhilfen gerechtfertigt wurden? Kann sich doch irgendjemand daran erinnern, was damals gesagt wurde? Einmalig! Jetzt kommt das dritte Paket. Was wurde gesagt zum EFSF? Befristet, auf keinen Fall länger als 3 Jahre, jetzt inzwischen unbefristet. Sie haben gesagt, vor der Abstimmung vor 2, 3 Wochen im Bundestag, auf keinen Fall eine Hebelung, jetzt wird der ESM gehebelt. Die lügen, dass sich die Balken biegen. Schlimmer noch aber stehen diese Mechanismen, die dort gebildet werden, der ESM, in eklatantem Widerspruch zu jeder Idee echter Demokratie. Die Bürger Deutschlands wie auch aller anderen Eurozonennationen unterstehen nach diesen Plänen in Kürze in essentiellen Lebensbereichen den Weisungen eines Gouverneursrats. Das ist wie im Mittelalter, der über dem Recht steht, keine demokratische Kontrolle unterliegt und letztlich nach eigenem Ermessen in das Vermögen der Bürger eingreifen kann. Diese Bundesregierung und dieser Bundestag vergreift sich an den unaufhebbaren, natürlichen Rechten jedes Menschen, denn sie treibt die Menschen durch Wegnahme zentraler Rechte und durch die Auftürmung gewaltig zukünftig zu zahlender Lasten in die faktische Sulzbarbarei. Dann kommen wir zu unserer Volksvertretung, zu unserer Nicht-Volksvertretung. Zu dieser Einrichtung, die sich Bundestag nennt. Es ist für einen normalen Menschen wie mich und ich glaube die meisten hier unfassbar, dass in einer solchen Frage, die essentiell dieses Land und die Menschen, die in ihm leben,
betrifft und wo so viele Bürger so skeptisch zu dieser Frage stehen. Unglaublich, dass es in diesem Bundestag eine große Koalition gibt, eine Blockpartei von CDU, CSU, FDP, Grünen, SPD. Das macht überhaupt keinen Unterschied, die im Grunde alle gegen die Bürger sich ein Kartell gebildet haben. Man fühlt sich... Und ich sage das als jemand, der bis vor anderthalb Jahren durchaus auch mal SPD oder CDU gewählt hat. Man fühlt sich wirklich wie in der DDR. Ich kann heute verstehen, wie die Menschen in der DDR sich gefühlt haben, als sie die Wahl gehabt haben zwischen der SED und der doppelten CDU. Und ich will dieses Land so nicht, ich will diese Parteien nicht, ich will die nicht mehr sehen. Von mir aus können die alle zum dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Schlimmer aber noch, der Bundestag vergreift sich oder verrät seine eigenen Aufgaben. Seine Aufgabe unter dem Grundgesetz ist, das Volk, den Willen des Volkes zu repräsentieren. Das tut er nicht. Und indem er das nicht tut, verlässt er den Boden der Demokratie und er verlässt den Boden des Grundgesetzes. Wir haben einen Bundestag, der sich selber über das Grundgesetz stellt. Das, meine Damen und Herren, ist das Kennzeichen von der Diktatur, dass es kein Recht auf Recht mehr gibt. Kommen wir zum letzten Staatsorgan, von dem ich persönlich am meisten enttäuscht bin. Das ist das Bundesverfassungsgericht. Und wir beschuldigen das Bundesverfassungsgericht der Rechtsbeugung. Die EZB und mit ihr die Deutsche Bundesbank hätte niemals die oben beschriebenen Haftungsverhältnisse erschaffen dürfen. Und trotz Klagen und Eilanträgen hat das Verfassungsgericht den Bürgern den Schutz ihres Vermögens und ihrer Bürgerrechte versagt. Analoges gilt für die Beschlüsse von Bundesregierung und Bundestag. Wir lassen die Dame jetzt 2 Minuten, wir sind Demokraten, wir lassen die Dame 2 Minuten ausreden. Sie können gerne auch hier ans Mikrofon kommen, kein Problem. Also, zurück zur Rolle des Bundesverfassungsgerichts. Wie gesagt, für mich der Gipfel der Rechtlosigkeit. Die Beschlüsse von EZB und Deutscher Bundesbank, von Bundesregierung und Bundestag, hätten sofort, denn sie sind klare Rechtsbrüche. Das ist überhaupt keine Diskussion, das sind Rechtsbrüche. Man kann das ausarbeiten nachher, aber ich schenke mir das. Das sind klare Rechtsbrüche. Und das Bundesverfassungsgericht hat diesen Rechtsschutz den Bürgern verwehrt. Das Verfassungsgericht hat sich damit zum Helfer der oben beschriebenen Untaten gegen die unaufhebbaren natürlichen Rechte jedes Menschen gemacht und damit den edelsten Kern des Grundgesetzes, für den 60 Millionen Europäer gestorben sind, damit den edelsten Kern des Grundgesetzes auf das Gröbste preisgegeben, den unbedingten Schutz, das ist kein bedingter Schutz in den Artikeln 1 bis 20, den unbedingten Schutz der Rechte des Einzelnen im Sinne der Artikel 1 bis 20 Grundgesetz. Diesem demokratischen Versagen stellt das Aktionsbündnis die positive Vision einer selbstbestimmten, auf direkter Demokratie basierenden Gesellschaft gegenüber. Niemals wäre die beschriebene Fehlentwicklung möglich gewesen, wenn das Handeln von Staat und Politik streng und unmittelbar an den Willen der Bürgerschaft gebunden gewesen wäre. Wir fordern daher einen unmittelbar stattzufindenden Volksentscheid über die Frage, ob die Bürger den Euro-Rettungswahnsinn finanzieren wollen. Einen baldmöglichst stattzufindenden Volksentscheid über die Frage, ob die Bürger sich einer EU-Regierung unterwerfen wollen oder ob die Bundesrepublik Deutschland ein souveräner Staat bleiben soll. Die wichtigste Forderung aber ist die Umgestaltung der Bundesrepublik von einer verlogenen, unechten, ungerechten,
repräsentativen Pseudodemokratie-Parteiendiktatur in eine echte, und das ist eine direkte Demokratie. Zuletzt fordern wir die Umwandlung, Umgestaltung der EU in ein flexibles System europäischer Gemeinschaften, denen die Nationen in Abhängigkeit des Willens ihrer Völker bei- oder austreten können. Das positive Bild der EU ist nämlich bei vielen Menschen noch geprägt von der EU aus den 70er und 80er Jahren. Diese EU gibt es nicht mehr. Und das, was daraus geworden ist, ist ein Moloch. Ich sage es immer wieder, wer heute ein guter Europäer ist, wer für die Menschen in Europa ist, wer möchte, dass die Menschen in Europa Chancen auf ein gutes Leben haben, der muss gegen diese Verbrecherinstitution EZB sein, der muss gegen die EU sein und der muss gegen unsere Blockparteien und unsere Bundesregierung und Bundestag und so weiter sein. Es geht für die Menschen und gegen das Establishment, um es mal so zu sagen. Mit diesen klaren Forderungen will das Aktionsbündnis einen Beitrag dazu leisten, dass die Bundesrepublik wieder zu einer guten und positiven Kraft der Freiheit, der Demokratie und der Selbstbestimmung der Bürger wird. Selbstbestimmung und Wohlstand entwickeln sich gemeinsam. Die EU und die Eurozone in ihrer derzeitigen Form vernichten beides. Da EZB, Staat und Politik sich hoffnungslos in ihrer Alternativlosigkeit verrannt haben, sind heute die Bürger selbst gefordert, dem Land wieder eine konstruktive Perspektive zu geben. Dafür steht das Aktionsbündnis Direkte Demokratie. Ja, ich übergebe jetzt das Wort an Herrn Hüdepohl. Wie gesagt, ein normaler Bürger, der es geschafft hat, eine Bewegung auszulösen, eine ganz wichtige, die meist unterzeichnete Petition gegen den Euro-Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Herr Seitz.